So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ey, der Typ kann ruhig vor mir flüchten, Alter. Ich würde dann einfach gerne in den Norden gehen. Und den Typ zur Strecke bringen, bevor der meine fucking... Ja. Kleiner Wichser, Alter. Du kleiner Wichser. Hast gedacht, du bist mal lustig, oder? Kämpfen wir jetzt auf dem Wasser? Ne. Ach stimmt, wir kämpfen hier am Dingens, ne? Das ist cool. Oh, ich habe gar kein Pferd mehr. Warum habe ich kein Pferd mehr? Egal. Sieht so geil aus mit dem Booten, Mann. So. Du kleiner Wichser, nimmst einfach eine Burg ein ohne Leute, bist ein ganz großer Mann. Aber du wirst down gehen, mein Freund, du wirst down gehen. Guck mal, wo ist der jetzt, Mann? Wo ist der jetzt? Mann, das ist jetzt auch noch so eine bergige Landschaft. Ich habe nicht mal ein Pferd, das ist so also ein Ab das richtige Abfuck. So, zum Angriff. Dürfen wir halt gleich wieder eine Burg erobern, Alter. Die kann ich aber auch eigentlich dann irgendeinem anderen geben, jetzt mal ganz ehrlich. Ist halt gar nicht mal so dumm. Brauche ich mir gar nicht wiedergeben. Ich habe zwei Städte, Mann. Wow, die Gunner fucken mich mal wieder extremst ab. Oh, hast du deinen Freund gerade gesaved oder was? Hast du da richtig gut gemacht. Und der Typ hat gerade meine Burg erobert. Unfassbar. So. Dann holen wir uns das Ding jetzt mal kurz wieder. Das ist echt unnötig, Mann. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch diese gelben Generäle da verkaufen, Alter. Ganz ehrlich. So, ich hoffe, hier passiert jetzt halt nichts, weil der 114er kann halt die Stadt belagern. Das ist übelster Abfuck, Mann. Nur 24 Leute. Weil der 114er kann halt wirklich unsere Stadt einnehmen. Da müssen wir aufpassen. Nein, Mann, es gibt keinen Frieden, Jungs. Es tut mir leid, aber ihr seid wirklich am Arsch. Die eine Burg, da habt ihr noch, aber auch nicht mehr lange. Leute, dass ich mir das jetzt noch antun muss. Unfassbar. Lol, der Gunner killt erstmal direkt ein. Also die Typen sind ja komplett OP. Ich frag mich, warum ich überhaupt noch Bogenschützen habe. Eigentlich sollte ich die jetzt alle schnell tot schießen, Mann, weil das ist jetzt halt echt wieder langweilig und unnötig. Aber das wäre zu viel, Mann. So hart cheaten ist uncool. Oh, renn doch nicht weg, Mann. Ja, ich glaube, ich habe aber wirklich gute Truppen, Mann. Eins oder vier Gunner laufen hier gerade rum. Das freut mich übelst hart. Ja. Seht nur her, Mann, wo euch euer General hingeführt hat. In den Tod. Der nimmt einfach eine Burg ein, die er nicht verteidigen kann. Starker General, Alter. Ist aber, wie kommt man darauf, eine Burg einzunehmen, die komplett im Norden ist? Und zwischen deinem Land und der Burg sind einfach 50.000 Kilometer, Mann. Das ist ja total dumm. Also, wie kommt man auf sowas? Ist halt taktisch so unklug. Ist genauso wie ich da die zwei Burgen im Süden eingenommen habe, aber. Das ist erstens nicht so weit weg und zweitens können wir das auch verteidigen. Ist schon ein bisschen taktisch unklug, aber trotzdem, das ist halt. What the fuck, Mann? Kann man nur so dumm sein? Das kostet mich jetzt halt wieder unnötige Zeit. Das ist halt das Dumme. Sollten die 24 jetzt. Ja, sind down perfekt, okay, schön. Sehr gut. Ey, Überraschung, wir haben gewonnen. Motiviert. Ah, die Moral ist ausgezeichnet. Guck mal, das motiviert die Leute. So, die Burg kriegt die vielleicht ein neuer General eventuell?
Warum steht da, ich habe nur eine Stadt? So, jetzt erstmal zurück. Da sind jetzt 48 Leute drin. Guck mal, da sind sogar erst Leute umsonst drin. Das ist perfekt. Hier sagen, wen brauchen wir nicht? Ah, die Männer brauchen wir gar nicht. Bitte die ein Lehen nehmen. Castle. So. Ist hoffentlich keine Stadt. Nee, Mann, das ist das hier. So, guck mal. Die Stadt gehört doch wohl. Ich schwöre, ich habe die Stadt jemand anderen gegeben. Ich schwöre, die Stadt gehört original nicht mehr. Wow. Hab ich dem einen Typen ernsthaft die Stadt gegeben, Digga? Och, ich hab's echt getan. Ich sehe es gerade vor mir, wie ich auf Nara geklickt. Wow. Wow, Alter, GG. Ich hab dem einen Typen echt die Stadt gegeben. Wow. G, motherfucking G. Dann habe ich gerade irgendwie einen Bug entdeckt. Kann das sein? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin echt der größte Fucktard ever, Alter. Er kommt zu uns und er kriegt direkt die Stadt. Alles klar. Wow. So, erstmal eine Armee zusammenführen, Jungs. Wir gehen Richtung Süden. Da gibt es etwas, was uns gehören sollte. Komm, er folgt mir nicht mal. Was ist denn das für ein undankbarer Fotzenkopf, Alter? Ich glaube, ich bräuchte auch mal mehr Ehrenwertung wieder, Alter. Aber trotzdem, was ist das für ein undankbarer Mensch, Alter? Guck mal, der Rekruter bringt auch direkt 50 Leute mit. Das ist perfekt. Ja, stationiert eine Garnison hier, bla bla bla. Dann kann ich mir gleich mal bessere Leute rausnehmen für die Belagerung, die wir jetzt durchführen werden. Na komm, das reicht erstmal, denke ich mal. Kommt der eine Typ jetzt doch mit, oder? Hey, Leute. Aber ich glaube, warte mal kurz, der eine denkt sich jetzt. Ne, da sind 123 Leute noch drin. Nice. Nee, Leute. Kein Frieden. Nur Tod. Ja, das haben wir aber. Das sollten wir wohl haben. Warte mal, hallo. Ich habe gerade gedacht, wir haben 14.000 plus gemacht. Ja, wir haben halt Nara nicht mehr. Das ist ziemlich räudig, Alter. Das ist wirklich, ja. Ah, das ist wirklich uncool. Ah, gut. Ernsthaft, die Burg ist genauso aufgebaut wie die Stadt. Wollt ihr mich ficken? Wow. Das ist jetzt aber wirklich uncool. Ich meine, wir haben die übelste Überzahl, aber ach Mann, egal. Komm. Was man nicht so tut, um die Gelben komplett zu zerstören. Da haben wir schon zwei Clans aus dem Spiel geworfen, Mann. Das ist ziemlich cool. Das wird jetzt aber, glaube ich, schon ein bisschen schwerer, oder? Ja, es wird schon schwer werden. So, ich renne einfach mal durch. Ah, der Gunner wäre auch sonst. Ich bin jetzt erster, der vorangeht. Nice one. Aber ich will auch erstmal hier hin. Alter, sind hier wieder viele drin. Das ist so krass, ne? Aber das ist wichtig, dass die down gehen, weil die machen hier halt echt dauerhaft Schaden. Das ist so gut konstruiert von den Leuten hier. Guck mal, die können hier schießen und da. Das ist so schlau, Alter. Das ist unglaublich. Alter, haben wir gerade viel Kills gemacht. Wow. Ah, neue Feinde sind eingetroffen. Die brauchen jetzt schon Unterstützung. Aber gerade gehen wir auch ein bisschen down. Guten Tag, meine Herren. Einmal bitte in die Hölle. Kommt sofort. Na komm mal, die können sich jetzt alle direkt auf die anderen konzentrieren. Perfekt. Ach, die schießen darauf. Ah, okay.
Offen. Oh, da hat er einen Kill gemacht. Perfekt, perfekt. Sehr schön. Oh, die da oben geiern wieder in ihrem Fuck-Tempel, Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich helfen soll. Aber ich glaube eher hier. Ich glaube, wir haben auch schon gewonnen. Also, das ist jetzt schon die zweite Unterstützung. Die haben echt keine Leute mehr, glaube ich. Ja, die dürften halt nicht mehr wirklich viele haben, jetzt mal ganz ehrlich. Hallo, Bogenschützen da oben. Schießt mich ruhig ab. Das ist mir zurzeit relativ egal. Nur die da hinten werden ignoriert? Nee, da kümmern sich Leute drum. Ja, das ist jetzt auf einmal komplett easy, oder was? Da hätten wir jetzt hier ein paar Gunner, die da ein paar One-Shots machen würden. Das wäre relativ sexy. Wow, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Verstärkung, wow. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte nicht mitkommen dürfen. Mit den Männern hier. Das ist so ekelhaft, ganz ehrlich. Oder können die da auch durchschießen? Ist das extra? Können die da durchschießen? What the fuck? Das wäre komplett OP. Guck mal, der Gunner hat schon geladen, Alter. Boah, ich glaube, da rein sollte ich jetzt aber nicht, oder? Wow, das ist halt so OP, ne? Das ist so OP. Da sollte ich aber definitiv nicht rein, jetzt mal ganz ehrlich. Da warte ich lieber auf meine Verstärkung. Obwohl, die machen gerade Kills, oder nicht? Haben sie sich durchgekämpft? Haben sie den Pfeilerhagel überstanden? Nice. Hallo. So richtig haben sie noch nicht überstanden, aber die schießen noch nicht wirklich wieder, wa? Ist auch so ein dummer Bug, Alter. Würden die alle schießen, Mann? Dann wäre es aber aus mit unseren Männern hier. Ja, nur grün. Das will ich sehen, meine Männer. Das will ich sehen. Grün, grün, grün und nochmal grün. Nein, nicht schießen? Na gut, keine gestorben. Digga, das hier ist übelst OP, Mann. Guck mal, was ist das? What the fuck? Wir haben eine Burg, wir haben eine Burg. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Hier nehme ich mir natürlich wieder alle mit. Einfach nur, damit wir sie in den Städten auch wieder verteilen können. Das Ding ist halt, ich habe auch 50 Leute. Wer kriegt das jetzt? Kooperativ. Fürwürdend, loyal, loyal, freundlich. Freundlich ist aber nicht so gut, oder? Guck mal, der ist einfach nur gleichgültig. Der kriegt jetzt extra noch eine Burg. Damit wir wenigstens mit dem 14 Dingens haben, weil der mag uns halt nicht so. Ach, 24 haben wir jetzt mit dem, okay. Rolf minus 1. Okay, dem müssen wir auch mal was geben. So, ihr dürft halt natürlich auch wieder zurück. Ihr dürft wieder zurück. So, Rolf ist uns nicht so nett gesinnt. Okay, der eine wird erstmal direkt zerstört. So, stationiert eine Garnison hier. Tun wir da mal ein paar Leute rein. Eigentlich will ich da aber gar nicht mal so viele Leute reintun, Mann. Na komm, was soll der Geiz? So, 121, ist das gut, wenn ich mir die behalte? Oder werden meine Leute dann wieder komplett mad darüber sein? Mann, ich muss sie mal angewöhnen, die zu Gunnern zu machen, Alter. Hier sind jetzt natürlich noch ein paar Gelbe, die ihren Spaß haben. Die rennen aber alle von mir weg. Boah, nice. Ich frag mich halt einfach nur, eigentlich müsste doch mein Berater jetzt in der Stadt sein, oder nicht? Das ist eigentlich relativ gut. Jawohl, der ist hier. Und uns wollen wieder Fürsten joinen, die sehen, dass wir stark sind. Warte mal, ich möchte ein Lehen vergeben. Okay, wo geht es?
Sie geht an Rolf, weil der mag uns nicht. Ja, das sehen wir jetzt hier natürlich wieder nicht, Mann. Ich muss mal gucken. Wo ist er denn, der Rolf? Rolf. Es tut mir leid, aber ich cheate mich jetzt mal ganz kurz zu dem hin, weil ich habe keinen Bock, jetzt 10 Minuten zu laufen, weil die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Der ist gleichgültig, okay, der ist einfach nur gleichgültig. Der will auch, dass wir dem Ritzi geben, gut, weil wir waren ja in der Stadt. Gut, weil ich will... Das ist ja dumm, dass ich hier nicht die Namen sehe, wen ich dem das Lehen gebe. Deswegen finde ich es gerade okay, dass ich mich zu dem gecheatet habe. Ritzi geht an den gleichgültigen Rolf. Ja, der mag uns jetzt wieder ein bisschen mehr. Und der kriegt auch direkt noch ein Dorf. Dann mag der uns ein bisschen mehr. Der Typ... Ja, wir müssen aufpassen. Wir dürfen, glaube ich, keine neuen Generäle jetzt einstellen. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. So, die hier wissen absolut nicht mehr, was sie tun sollen, habe ich gehört. Mann, die Stadt regt mich jetzt aber echt auf, Mann. Das ist uncool, meine Freunde. Das ist eine gute Geldquelle, die wir da weggeworfen haben. Aber das passt eigentlich schon. Ja, was ich immer ganz gerne machen würde, bevor wir jetzt aufhören. So ein schönes Pferd mit 50 Geschwindigkeit, Alter. Das gönne ich mir jetzt. Das gönne ich mir. So, meine Freunde, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben sie endlich besiegt, die Gelben. Die sind endlich down. Jo. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Und ja, bis dann. Ciao.